Moin Leute, willkommen zum nächsten Konsolenvideo. Heute zerlegen wir Nintendo 64 Cartridges, also Nintendo 64 Spiele. Zunächst werde ich die Basics, sag ich mal, vom Reinigen durchgehen und dann werden wir die beiden guten Stücke zerlegen. Was brauchen wir? Unseren speziellen Nintendo Sicherheitsschraubendreher. Ein Küchentuch, ich habe den Pinsel noch, weil ich nicht genau weiß, ob mich unterschiedliche Sachen in den beiden Spielen erwarten, habe ich noch Luft aus der Dose, Isopropanol, also Isopropylalkohol und einen kleinen Kreuzkopfschraubendreher und ein paar Wattestäbchen, um dann das Ganze zu reinigen. So, beginnen wir mal mit den Basics. Die kann jeder machen, wenn die Dinger verdreckt sind. Ich lege mal eins zur Seite. Ihr macht ein bisschen von dem Isopropylalkohol auf das Wattestäbchen und reibt damit die Kontakte sauber. Ihr seht, da kommt ganz schön Dreck runter. Zum Isopropylalkohol gilt wie immer, der Raum muss gut belüftet sein. Ihr müsst ein bisschen vorsichtig sein, also kein offenes Feuer, keine Funken, kein Rauchen, nichts in der Richtung. Und ihr seht, da kommt ganz schön Dreck raus. Machen wir jetzt mit dem anderen auch noch. So. Ich muss mich entschuldigen, hier fliegt gerade ein Flugzeug übers Haus. Von daher ändert sich, hoffe ich, ihr habt das nicht allzu laut gerade drauf auf dem Band. Also, wie gesagt, wir reiben das einfach über die Kontakte. Die hier sind schon wesentlich sauberer. Aber ein bisschen Dreck kommt auch da raus, wie ihr seht. So, warum habe ich zwei Spiele da liegen? Ganz simpel. Ich habe mal alle durchgemessen, die ich so habe, vom Gewicht her. Es gibt zwei Stufen scheinbar. Einmal um die 90 bis 95 Gramm und einmal um die 115 bis 120 Gramm. Gucken wir als allererstes in das Mario rein. Wie gesagt, ab jetzt sind die Leute, die sich das selber zutrauen und die das auch möchten. Das sind wie gesagt auch EU-Versionen, also das sind die PAL müsste das sein, PAL-Versionen der Spiele. Und ihr solltet euch erden, bevor ihr das macht. Ich habe das, also bevor ihr die aufmacht, ich habe das schon gemacht. Warum? Da sind Speicherbausteine drin, die wollen wir nicht beschädigen. Wir drehen das Ganze um, lösen die Schrauben. Das ist übrigens der kleinere der beiden Sicherheitsschraubendreher. Da kommen sie schon raus, bitte. Legen wir zur Seite. Und dann, simsalabim, schauen wir mal rein. Und wie immer bei Nintendo-Konsolen oder allgemein halt, ich meine, das war schon beim NES so, erkennen wir, da ist verdammt viel Platz für verdammt wenig Spiel. Aber das ist bei allen so gewesen. Jetzt brauchen wir unseren Kreuzschraubendreher. Nehmen die beiden Schrauben raus. Und da ist es schon. Mit einem kleinen Ruck was ganz Einfaches rauszubekommen. Das ist das ganze Mario-Spiel. Nintendo 1996. Das ist schon alles. Also wer jetzt irgendwie da übermäßig viel Staub drin hat, nimmt sich einfach sein Druckluftspray und bläst das alles ab. Wichtig dabei,
ihr wollt die Flasche nicht verkanten von der Druckluft, einfach so, ihr wollt das nicht einfrieren. Also es soll nicht irgendwie Gas im flüssigen Zustand auf das Spiel kommen und das Spiel runterkühlen, weil das bildet Kondenswasser. Ihr wollt einfach nur, dass das Ganze ja, staubfrei ist. So, ihr seht, die Kontakte sind hier noch in Ordnung. Wenn die jetzt ziemlich stark verschmutzt wären, könnte ich jetzt das Küchentuch nehmen, würde mir wieder ein bisschen Isopropylalkohol drauf machen und würde jetzt hier weiter lang reiben. Also so dann. So dann das Ganze weiter reinigen. Es gibt auch Leute, die nochmal anschleifen, wenn sie richtig stark verschmutzt sind, aber das ist bei denen hier ganz einfach nicht nötig. So, soweit so gut. Wenn wir es wieder zusammenbauen, ihr seht, links und rechts sind so eine kleinen Kerben. Ich halte die euch mal dichter vor die Kamera. Da und da, da fädeln wir das Ganze ein. Diesen Staubschutz, nenne ich das mal, fädeln wir da ein. Vorausgesetzt, der will so, wie ich das will. Aha. Ihr müsst die passende Stelle mit dem guten Stück treffen, so wie es aussieht. Das tue ich nämlich gerade nicht. So. Da ist es drin und das sieht schon mal gut aus. Ich packe das jetzt einfach mal so offen zur Seite und wir gucken in das Schwerere der beiden rein. Was uns da so platztechnisch anspringt. Und wir sehen eine große, voll ausgelastete Cartridge. Also, die Neugier siegt. Es gibt also unterschiedliche Bauformen für die Spiele. Aber für die Leute, die beide mal gespielt haben, ist es jetzt eigentlich verwunderlich, dass Mario, was viel mehr Content hat, eine kleine Cartridge hat, aber 1080 eine große. Und hier sehen wir schon so einen kleinen Grund dafür. Der hat noch eine Batterie dabei, um die Speicherstände zu halten. Hier müssen wir jetzt natürlich dann vorsichtiger sein, weil da immer noch Strom drauf ist durch die Batterie. Und jetzt ist das ganze Ding auch wieder sauber. Ich mache jetzt einfach nur beide wieder zu und wir bauen sie wieder zusammen. Ist ein ganz einfaches Ding. Die Platte wieder aufgefädelt, die hat diese hier hat zwei Vertiefungen, die von Mario hat nur eine. Und hier oben sind so eine kleinen Laschen, die da reingreifen. Die wollen wir auch in die Richtung, die drücken von oben die ganze Sache runter, dass wir da, wenn wir das Ganze in die, das N64 schieben, auch kein, ja, ich nenne es mal, keine Probleme haben. Jetzt gucken wir mal, sind die Dinger von hinten unterschiedlich? Nö. Identisch. Also, wenn ihr das auseinanderbaut und euch was an den Spielen liegt, in der Form, wie sie sind, ja, da haben wir fast was vergessen, dann achtet drauf. Als erstes müssen natürlich die kleinen Schrauben hier wieder rein. Die Metallplatten auf den oder die Metallhöhe um die Leiterplatte halten, um das PCB, um genau zu sein. Aber ihr seht auch so, wie simpel diese Dinge aufgebaut sind. Das ist auch dieser Grund, warum viele Leute sagen, Cartridges sterben eigentlich nie. Und sie haben recht. Also die meisten kann man davon immer noch wieder beleben, wenn die nicht gerade Feuer oder sowas abbekommen haben oder gebadet wurden und dadurch die Schaltkreise durchgebrannt sind. So. Eins. Nummer zwei. Denkt dran, das ist auch wieder alles in Plastik geschraubt. Nach fest kommt ab. Jetzt nehmen wir uns unser Mario. Den Staub haben wir schon rausgeblasen. Und fädeln auch hier das wieder ein.
bisschen Spannung ist drauf, also müssen wir mal gucken, dass wir da das halbwegs gut hinkriegen. Im Endeffekt, ihr setzt das oben an, drückt es nach unten und zieht gleichzeitig in die Richtung. Also nach vorne ziehen und runter drücken. So, unsere kleinen Kreuzschrauben. Für die Leute, die sich fragen, warum ich Handschuhe trage, ganz simpel, erstens, ich will nicht, arbeite den ganzen Tag schon mit dem Isopropylalkohol und ich will mich da nicht irgendwie noch mir das Zeug noch die ganze Zeit auf die Hände, auf den Händen verteilen, und zweitens, ich habe einfach mir in die Finger geschnitten und ich will nicht unbedingt, dass der Isopropylalkohol da reinkommt. Da bräuchte ich nur einen Handschuh tragen, aber ein Handschuh sieht doof aus. So. Natürlich, wenn ihr viel mit den Stoffen arbeitet, zieht euch Handschuhe an. Kann nie verkehrt sein, wenn man seinem Körper nicht alles antut, was man so in die Hände nimmt. Gerade Isopropylalkohol hat nun mal den Punkt, er ist auch über die Haut aufnehmbar. So, unsere Cartridges sind wieder zu. Sehen auch gut aus wieder, Spaltmaße stimmen. Und jetzt wollen wir noch ein bisschen von außen reinigen. Dafür nehme ich mir wieder das Küchentuch. Nehme da so eine Ecke von. Sprühe ein bisschen Isopropylalkohol drauf. Und reibe die Cartridge damit ab. Ihr müsst ein bisschen aufpassen. Es kann passieren, dass ihr euch die Sticker anlöst. Normalerweise sind die Nintendo-Sticker mit einer Schutzschicht, aber ich würde es nicht riskieren. Also die Sticker an sich sind halt mit, normalerweise, es gibt so beim NES oder so, sind die alle mit einer Folie überzogen. Aber ich würde es halt nicht unbedingt so sehr riskieren, dass ich sage, oh, jetzt hier, da will ich das unbedingt sauber machen, weil, und reibe darüber und habe dann vielleicht die Farbe ab. Weil die Leute, die das jetzt sauber machen, die haben ja natürlich schon so ein bisschen auch einen Sammelcharakter bei den Spielen, muss man ja ehrlich so zugeben, oder? Sonst würde man sich, glaube ich, nicht so viel Mühe machen um das Ganze, wenn die nur auf dem Dachboden verstauben. Und auch noch die andere. So, und das war's schon. Jo Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen hoch da, freue ich mich immer drüber. Wenn ihr das Video nicht mochtet und mir einen Daumen nach unten hier lasst, sagt mir bitte warum, damit ich weiß, was ich besser machen kann. Ansonsten viel Spaß beim Selberschrauben, viel Spaß beim N64 reinigen und Spiele sauber machen. Grüße, euer Semi.